Oi, bem-vindos ao Rio de Janeiro. Herzlich willkommen hier in Rio. Mein Name ist Raquel und ich bin eine Deutschlehrerin in Brasilien. Und heute zeige ich euch meine Stadt. Und jetzt sind wir hier im Hafenviertel Porto Maravilha, das bedeutet der wunderbare Hafen. Und wir haben für die Olympischen Spiele alles neu renoviert. Hier ist es quasi ein neues kulturelles Zentrum entstanden und wir haben viele neue Museen, wie zum Beispiel Museu da Manhã, das Zukunftsmuseum. Ich zeige euch, was ganz typisch hier in Rio ist. Die Graffitis. Wir haben viele Street Arts hier in Rio. Hier haben wir ein Graffiti von Künstler Cobra und es hat sogar einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde als das größte Graffiti der Welt. Und das zeigt Ureinwohner aus 5 Kontinenten. An der Strandpromenade erkennt man ganz gleich, wo wir sind. Der berühmteste Strand der Welt, Copacabana. Hier kommen wir her, um Sport zu machen, um Freunde zu treffen. Hier ist immer was los. Und wir Cariocas, so heißen die Einwohner von Rio, finden, dass der Strand fast ein zweites Wohnzimmer ist. Ich liebe in Rio zu wohnen, weil die Cariocas so offen und locker sind. Sie leben das Leben ganz spontan und leicht. Am liebsten trinken wir am Strand eine eisgekühlte Kokosnuss. Wir sind jetzt im Viertel Urca. Das hier ist mein Lieblingsplatz. Das ist die Moreta da Urca, das Mäuerchen von Urca. Und hier hat man eine schöne Aussicht auf den Corcovado-Berg und auch die Christusstatue. Ich komme hierher ganz oft, um eine Caipirinha zu trinken, zusammen mit den Freunden. Die Stimmung hier ist ganz entspannt. Übrigens ist die Caipirinha unser Nationalgetränk. Das ist Cachaça, Zuckerrohrschnaps mit Limetten, Zucker und Eis. So eine Samba-Runde, weil Rio ist die Hauptstadt der Samba. Tschüss, viel Spaß!